Das Spiel sagt mir jetzt, flüge in den Wälder. Ich will aber nicht. Ich will hier mal landen. Ich will landen. Hilfe, Obama. Nein, die haben einfach den Parkplatz geklaut, die Sau. Uah. Okay, okay. Uah. Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Da ist irgendeine tödliche Frucht in dem Baum. In den Stein. Und ja. Können wir auch mal analysieren. Blub, 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 blub. 500 gibt das. Okay. Ja, Lebenserhaltung nicht mehr ganz so flott drauf. Da müssen wir definitiv auch was machen. Der Laser hier. Kann ich ein bisschen Kohlenstoff reinhauen. Dann Lebenserhaltung. Hau ich mal ein bisschen Sauerstoff rein. Und Strahlenschutz. Ein bisschen Natrium rein. Reicht zwar nicht, aber wir leben ein bisschen länger. Und ja, das müssen wir jetzt hier auch tun. Wie gesagt, ganz spontan hier. Nochmal hier eine Folge dran gehangen. Schreibt mal gerne in den Kommentaren, was ihr davon meint. Ob es sich lohnt, um mal ein bisschen weiter hier zu daddeln. Bestätigter Container, Anzug. Knallig das Zeug rein. Durchsuchen. Da wird der Passe benötigt. Rein damit. Ja, ja, Passwort. Und jetzt finden wir einfach eine Höhle. Das gibt es nicht. In der letzten Folge fast gestorben, weil man keine blöde Höhle findet. Und jetzt 2 Meter gelaufen. Höhle. Toll. Bestätigter Container. Ja, Schrott nehme ich gerne mit. Schrott brauchen wir. Das durchsuche ich auch mal. Wir sind noch ein paar Meter hier weg von unser Haus. Unser Haus. Unser Raumschiff. Da ist irgendwas an uns vorbei geschnurrt. Also alleine sind wir nicht, das wissen wir ja. Dank unserer Analyse. Ich scanne mal so ein bisschen. Ich muss auch aufpassen, nicht, dass ich meinen Bergbaulaser kaputt mache. Ah ne, den habe ich aufgeladen. Was braucht er nochmal zum Aufladen? Kohlenstoff, okay. Müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Das können wir scannen, das wirkt wertvoll. 500, das kann man ja mitnehmen. Hier ist aber auch gerade irgendwas rumgelaufen. Hui! Kohlenstoff. Immer ein bisschen mitnehmen. Kohlenstoff ist immer wichtig. Es gibt natürlich auch bessere Miner, anderes Zeug. Das kann man alles verbessern, kombinieren, umbenennen und. Also da hat sich schon sehr viel getan. Was ist das für ein kleiner Fratz? Das sieht aus wie eine Dingkatze, eine Lothal-Katze. Von Star Wars. Ja, ja, Stahl und dann bei 15 Cent. So, Kohlenstoff. Da hinten ist unser Schiff Reno. Was ist denn da? In die einzige Höhle. Echt jetzt? Eine Höhle wäre 5 Meter von unser Schiff entfernt gewesen. Skandalös. Und jetzt kommen wir ja nicht mehr raus. Sorry. Oh, doch. Jetzt wollte ich eigentlich so mal hier ranzoomen, ne? Hurra! Was ist das? Süßwurzel. Laufen wir erstmal zum Schiff. Repariere den Antrieb. Okay. Ah, gut, wir sind drin. Abgeschlossen. Schön. Repariere Antrieb. Jetzt haben wir das da ja auch. Schön. Funktioniert. Jetzt müssen wir die Startschubdüsen reparieren. Boah. Können wir machen. Da haben wir schon was her. Aber wir müssen eine Stelle Dingsbums her. Das ist, das da, oder? Ja. Ah, und dann können wir es so reinhauen. Verstehe. Und ein beschädigtes Startding. Okay. Mit Ferret. Fortgeschrittene Materialien benötigt. Ferret.
Okay, kann man die herstellen, Ferret? Aber ich glaube, das muss man finden. Herstellen kann man die nicht. Wiederherstellungspunkt gespeichert. Okay. Das tut ja jetzt hier im Multiplayer in Anführungszeichen, also da, wo man mit Freunden zusammenzocken kann, nur automatisch speichern, es sei denn, man geht in so ein Schiff rein. Da hat es immer so einen Speicherpunkt. Raffinerien. Okay. Nein. Erstmal scannen. Will er nicht. Kennt er offenbar schon. Dann baue ich die einfach. Strahlungsschutz nimmt ab. Bla 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 bla. Ah, pardon, pardon. Da hat es mir jetzt alles ausgezogen. wir brauchen Ferritstaub. Das kriegen wir, denke ich, mal hin. Stelle Metallplatten her. 0 von 1, das kriegen wir, denke ich, auch hin. Metallplatte. Benötigtes reines Ferrit. Rufe Baumenü. Okay, ich tue erstmal noch ein bisschen Ferrit hier. Und scatten. Die Sachen hier können wir ja noch analysieren hier, weil da stand noch nicht analysiert. Deswegen lieber immer mal gucken. Uran. Kein Wunder. Kein Wunder. So. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Ferrit auf Vorrat. Was haben wir schon? Ein bisschen Kohlenstoff kann auch nicht schaden. So. Rufe Baumenü. Y. Gibt's ja auch noch. Oh Gott, Gottes Wind, da tagelt's ein bisschen rein. Und da könnte man dann QE weiterschalten. Aber wir haben ja gerade nicht mehr, deswegen. Hier. Ah, okay. Zum Aufnehmen mittlere Maustaste. Kohlenstoff. Eingabe. Ausgabe. Okay. Okay. Ferritstaub hauen wir jetzt da rein. Verstehe. Ausgabe. Reines Ferrit. Ah, da kann ich weniger machen. Der will gleich alles machen. Mache ich mal Start. Ah, boah, das ist ja geil. Blub, 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 blub. Verarbeitungszeit steht da auch da. Das ist interessant. 0 von 50 brauchen wir eigentlich nur. Ich habe jetzt mal 142 gemacht. Und hauen wir mal in unseren Anzug rein. Okay, repariere Startdüse. Greife Inventar zu. Da müssen wir nicht mal ins Schiff rein. Startdüse. Und repariert. Startdüse online. Okay. Geht wohl jetzt schon unser Schiff? Alle Systeme funktionieren. Nimm die tragbare Dingsbox aus. Da packt hier irgendwie ein bisschen die Hitbox. Ah, das zerlegt sich automatisch. Okay. Nee, doch, nee. Wir haben das Ferrit, was noch drin war, einfach bekommen. Kehre zu deinem Schiff zurück. Das erste Mal fliegen in No Man's Sky in 2021. Ich bin entzückt. Hebe mit W ab. Okay, okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das Controller wäre so viel einfacher. Sehr wahrscheinlich. Aber die Steuerung hier ist eh. Die ist auch schön mit der Maus und Tastatur. Suche nach Antworten in den Sternen. Erwachen. Jetzt können wir hier doch auch C machen, um hier alles mal zu analysieren. LOL. Wir waren 5 Meter. 5 verkackte Meter von der Raumstation entfernt. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ne, ich lande jetzt hier erstmal. Cantina-Band, ihr wisst Bescheid. Und so, wie kann ich jetzt hier landen? Spiel, sag mich, wie kann ich will landen. Ah! Das Spiel sagt mir jetzt, flüge in den Wälder. Ich will aber nicht. Ich will hier mal landen. Ich will landen. Hilfe, Obama. Nein, die haben mir einfach den Parkplatz geklaut, die Sau. Okay, 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 okay. Ruhig, ruhig, ruhig.
Wir bleiben erstmal hier ganz gechillt. Da. Ich glaube eh, oder? Ja! Das will mich nämlich das Spiel nicht verraten. Weil es meint, darf hier nicht auf. Aha! Na mein Freund, alles gut? Boah, die sind jetzt auch richtig belebt. Jetzt kann ich dir auch mit denen reden. Das ist ja schön. Früher gab es immer nur so einen Einheimischen, den ich da, um Hilfe mit dem bitten. Okay. Freundschaftssymbol? Ah, schön. So kann man dann auch nach und nach die Sprache lernen, weil so kann man die auch rein theoretisch beleidigen. Aber das ist cool, dass es hier so richtige Leute gibt. What the fuck? Okay, verstehe. Da kann man Fossilien und so Zeug reinknallen. Verstehe. Technologien von denen. Okay. Komponenten kaufen. Okay, hier ist ein ganz normaler Handelsmarkt. Oh, holy crap, baloney. Ein bisschen Geld haben wir sogar. Okay, interessant, interessant. Lokaler Informationsspeicher. Das ist auf jeden Fall eine belebte Welt. Das ist nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir noch ein weiteres Symbol gelernt. Und so kann man halt die ganzen Symbole sich holen, dass man weiß, aha, man muss das und das, das und das und das und das. Und dann kann man sich immer besser mit dem Volk dann auch unterhalten. Und ja, wir gehen. Okay, mit dem können wir noch nichts machen. Das wird wahrscheinlich was mit Frachter zu tun haben. Und hier können wir rein. Okay, hier nehmen wir die Strahlung dann auch ab. Lokales Handelszentrum. Bla bla bla. Ja, wir können halt leider fast nichts verstehen. Archivzugriff gewährt. Archiv entschlüsseln. Bla bla, wurde gehackt. Bla bla bla. Bla bla, bla. Ältesten, okay. Errettung. Bla bla bla. Ich weiß, das würde das Spiel jetzt gerade nicht so, was wir hier machen. Schon vorher ja mal ein bisschen rumgucken. Aber es ist trotzdem schön. Okay, okay, okay. Leute, alles gut. Ein bisschen kenne ich euch jetzt. Wir flattern aber jetzt mal weiter. Mach mal jetzt weiter, was jetzt das Spiel hier uns rät. W gedrückt halten und dann Abflug zu den Sternen. Erwachen! Das ist eben auch das Geile. Ohne direkten Ladebalken. Gerade hat es zwar ein bisschen geruckelt und gezuckelt, aber es war, weil das Spiel geladen hat. Also halt im Hintergrund lädt, währenddessen man spielt. Alter, wie viel ist denn hier los? Holy crap, baloney. Düse, teste, Flugsteuerung. Ja. Boost, Impulsantrieb. Ah ja, das ist der Impulsantrieb und dann gibt es nochmal einen anderen Antrieb. Okay. X-Kommunikator. Oh Gott, hier kann man Raumschiff... ja, hier. Raumschiff-Kommunikator. Bla bla bla, eingehende Übertragung, Quelle, bla 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 bla. Das will mir nicht. Huch, jetzt habe ich einfach weggedrückt, ich Trottel. Koordinaten eingeben. Das sieht aus wie eine Raumstation. Leertaste halten wir mal gedrückt. 2 Stunden und so sind es nur wenige Sekunden. Das sind wir jetzt irgendwie in so einem Warp oder sowas ähnliches. Jedenfalls sind wir sehr schnell. Ihr seht schon, wie das ganze Universum an uns vorbeizieht. Und keine Angst, sind noch nicht alle Planeten hier entdeckt. Beziehungsweise Sonnensysteme, bla 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 bla. Bei weitem nicht. So, fliegen wir hier mal ein bisschen hin. Es gibt ja, glaube ich, hier selbst in dem Spiel einige Milliarden. Klingt blöd. Aber ich glaube, sogar noch mehr waren es. 26 Sekunden. Planetare Störungen. Klar, wir sind jetzt in die Atmosphäre eingedrungen. Okay. Signalquelle. 16 Sekunden sind wir da. Lande mit E. Jetzt verrät uns das Spiel auch, wie man landet. Wollte aber noch mal vorher hier landen. Bremsen, 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 bremsen.
Land mal. Huch, da habe ich rausgetappt, ich Trollino. Oh, wesentlich frostiger. Okay, totaler Gegensatz zu unserer letzten. Aber hier ist auch zu kalt. Minus 55 Grad. Lecker Schmecker. Neuer Planet entdeckt. Zum Hochladen umbenennen. Drücke Esc. Das ist eben auch das. Ihr könnt einfach das Zeug umbenennen, was ihr entdeckt. Das ist halt so geil. Der Planet heißt aktuell Lokr. Den können wir jetzt aber auch... Sorry. Oder Ilum. Na? Oder was auch immer. Wir können alles das benennen. Das ist eben hier auch die Lustige. Die Fauna, die Tiere, man kann alles benennen hier. Das ist schön. Finde Signalquelle. Aktiviere Scan. Und... Okay, 3. Ein Scanner-Modus. Da piept auch was. Ihr hört was? Lol, was sind das hier für Tiere? Oh, ich sollte vielleicht mal... Markierung entsenden. E. Ah, da kann ich dann hier einfach eine Markierung setzen, okay. Kann ich die wieder einsammeln? Ich glaube, das Tier ist nicht nett zu mir. So. Folgende Richtungen zu lokalisieren. Machen wir. Durch den Zielscan kann... Nee, das ist Analyse-Scan, Zielscan. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Ziel erfasst. Tier mit E. Durch Zielscan kannst du Missionsorte aktualisieren, ja. Da unten ist was. Das meinte er wahrscheinlich. Nö, es blinkt ja auch schon wieder. Aber das sagt dann nach rechts, oder? Ja, hier sagt es rechts. Hä? Hier passt es wieder. Es ist mysteriös. Also das habe ich jetzt nicht so ganz rausgefunden. Aber hier ist Zeug. Wahrscheinlich das, wo wir hin müssen. Ja. Kaputte Technologie, bla bla bla. Signal, Nachricht. Kriegen wir noch was anderes raus als ein Signal? Na, weggehen. Oh doch, ich habe auch. Kein Treibstoff. Station nicht erreicht, kaum Gefahrenschutz. Okay. Da scheint irgendjemand abgestürzt zu sein. Ich suche bestätigte Maschinen. Wir gucken erstmal ganz kurz, was hier noch los ist, weil wir sind ein bisschen abgewinnt. Ah, speichern und kartieren. Das klingt doch gut. Speichern und kartieren, dann kommen wir hier dann wieder raus. Okay, jetzt machen wir, haben wir gespeichert mal, ne? Bla, kein Treibstoff. Ja. Subtidup. Extrahieren. 0 von 30. Neue Technologie entdeckt. Esk. Tippen wir gerade ab? Ja, schon ein bisschen. Okay, Meilensteine, Protokoll. Tab. Exoanzug. Raumschiff. Multiwerkzeug. Ja. Yeah. E. Blitzwerfer. Den brauchen wir, den Terrain-Dingsbums. Kohlenstoff und... Das brauchen wir hier. Und Kohlenstoff. Das kriegen wir hin. Kohlenstoff kriegen wir hin. Das Ding ist, ich werde mal kurz... Ich mal scannen. Ja, irgendwelche mit... Was ist denn das für ein Teil? Okay. Kriegen wir nichts. Schön, irgendeine Technologie. Was ist das? Achso, da habe ich was markiert. Okay, ich guck mal schnell in die Höhle rein. Vielleicht ist da etwas wärmer auf Hot. Ah, schön. Ah, schön. Haben wir das Spiel ausgetrickst. Analysieren wir noch mal ein bisschen. Minus 24 Grad hält unser Anzug aus. Das ist schön zu sagen.
brauchen wir nicht zurück zum Schiff. Wie kann man es jetzt nochmal bauen? Moment, ich bin jetzt gerade... Ah ja, Y war es. Oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Bin gerade zu doof. Okay. Kohlenstoff. Blub. Was brauchen wir nochmal? die Wasserstoff. Ausgabe 00. Warum darf ich das nicht? Eingabegegenstände zu gering. 30 zu 1. Ja, das kann ich mir vorstellen, nicht? Nichts mehr hinzufügen. Da haben wir nicht mehr. Suchen wir nochmal mit C. Da hier oben gibt es doch einiges. Eieiei, ah, das ist so teuer, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay, wo war unser Bauteil? Oh, da war ein Vieh. Ha, schön, dass man das aus der Distanz. Nein! Verdammt. Das Spiel hat mich geprankt. Wo ist mein... Nein, verirrt. Lebenserhaltung stirbt. Ich weiß, tut mir leid. Anzug. Gefüllt 100%. Einfach mal reinfüllen. Wo habe ich mein... Wo habe ich das hin? Ich finde meine Station nicht. Aje, aje, oje, oje, da hinten, da hinten, da hinten. Da habe ich noch mal Glück gehabt. Boah, jetzt dachte, was kommt denn hier vorbei? Es gibt auch irgendwie so Wächter, wenn man alles zerstört, dann greifen die einen an. Das weiß ich noch. Oh, boah. Erstmal einen halben Herzkasper bekommen. Also Glück an Suppenkasper. Wo ist mein... Hä? Bitte mich. Ich find's gerade nicht. Okay, nochmal aufbauen. So. War gerade zu blind. Beschleunigen wir mal kurz. Eingabe. Die da, hier. Hä? Warum wurde es nicht angezeigt? Start. Eine Minute braucht das. Okay. Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Aha! Solche kleinen Schlawine. Und irgendwie war das auch früher so, je weiter man ins Universum eindringt, desto skurioser werden die Viecher. Also das soll angeblich normal sein. Ich weiß es nicht. War früher das Konzept. Jetzt ist es vielleicht nicht mehr so. Oder anders. Oder ähnlich. Okay. Eins habe ich. Anzug. Tab. So, jetzt Technologie installieren und... Blub. Mit G. Jetzt können wir mit G hier das Terrain ein bisschen daddeln. Analyse, Filter F, da hinten ist unser Teil. Ja, und das Ding ist, wir müssen jetzt G. F und Anmaßsammlung zu finden. Kupfer 0 von 60. Irgendwo gibt es hier Kupfer. Ich denke, einfacher wäre es fast, wenn man mit einem Raumschiff mal fliegen würde, bevor man hier 1000 Jahre rumrennt. Auf Anhieb wird hier mir kein Kupferino angezeigt. Und ich würde auch sagen, fliegen wir kurz mit dem Raumschiff, scannen da oben dann und dann haben wir das. Das Teil geht auf jeden Fall mit... wie konnte ich jetzt umschalten? G. Ja, da konnte ich dann einfach umschalten. Und ja... würde ich sagen, gucken wir dann bei der nächsten Folge. Und ja, so bedanke ich mich dann erstmal fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.